Chefreporterin aus dem Ressort Freiheit. Schön, dass du bei mir bist. Lass uns gerade auf die SPD vielleicht noch mal eingehen. Also man will jetzt eben in gemeinsame Koalitionsverhandlungen gehen. Aber wie riskant ist das jetzt eben auch gerade aus Sicht der FDP? Christian Lindner geht wahrscheinlich das größte Risiko hierbei ein, dass wir es bei einer sozialdemokratischen Partei mit einem möglichen Linksruck zu tun haben, anders als Olaf Scholz sich im Wahlkampf präsentiert hat. Wenn wir da jetzt auch gerade noch mal auf Berlin und MacPom gucken, Mecklenburg-Vorpommern, da will man also dann eben mit der Linkspartei weiterarbeiten. Jetzt haben wir eben gehört, der Mindestlohn soll bei 12 Euro dann eben einzementiert werden oder soweit angehoben werden. Welche Risiken ergeben sich daraus? Also es ist ja wirklich sehr spannend. Also eben, was gestern alles passiert ist und was heute jetzt passiert. Also wie du schon gesagt hast, Berlin hat sich eigentlich gestern mehr oder weniger dafür entschieden, die engeren Koalitionsverhandlungen zu führen mit wieder Rot-Rot-Grün, also mit Rot und Grün, genauso wie in MacPom. Also da zeigt sich schon, dass die Sozialdemokraten, wenn sie sich aussuchen können, am allerliebsten mit der wirklich Linken und auch Radikal-Linken irgendwie koalieren. Trotzdem zeigt er das heute irgendwie, dass Olaf Scholz weiß, er braucht Christian Lindner. Diese Ampel kommt nur zustande, wenn die FDP auch mitmacht. Und man kann ja schon sehen. Also ich finde tatsächlich, dass das schon eine ziemliche Handschrift der FDP trägt. Natürlich muss jeder irgendwie Einbußen hinnehmen. Aber allein, dass wir jetzt nicht davon sprechen, dass die Schuldenbremse zum Beispiel ausgehebelt wird oder dass das Tempolimit eben glücklicherweise nicht kommt, das sind schon eigentlich Dinge, wo man sagen muss, das ist schon gut verhandelt. Und da merkt man eben auch, dass, wie gesagt, Olaf Scholz und die Sozialdemokraten merken, zumindest im Bund, dass sie da schon entgegenkommen müssen. Möglicherweise sind es aber vielleicht auch nur Lippenbekenntnisse, denn das Ganze muss ja dann auch noch abgesegnet werden. Bei den Grünen, da will man einen kleinen Parteitag dann eben veranstalten. Bei der SPD gibt es ja sogar auch Forderungen, dass das gesamte Koalitionsergebnis noch mal abgesegnet werden soll von der Parteibasis. Ich will darauf hinaus, die Partei Linke wird bei der SPD ja immer stärker, weil jetzt eben auch gerade sehr viele Jusos in die neue Fraktion mit eingezogen sind. Könnte es dann am Ende sein, dass Olaf Scholz zwar das eine will, aber von der eigenen Partei dann nicht genehmigt bekommt? Ja, also das glaube ich schon. Ich glaube, dass durch eben diese gestrigen beiden Entscheidungen in diesen zwei Bundesländern die linke Hälfte quasi der Partei oder zwei Drittel vielleicht eher schon ziemlich einen Rückenwind bekommen haben. Das dachte ich mir eigentlich bis gestern auch noch, dass das Christian Lindner vielleicht ein bisschen schlaflose Nächte beschert, weil eben er weiß schon, dass Olaf Scholz da zwar verhandelt, aber Olaf Scholz mitnichten, und das haben wir schon im Wahlkampf besprochen, irgendwie seine Partei wirklich vertritt. Weil allein die Vorsitzenden sind ja nicht wirklich nicht links. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das noch Schwierigkeiten ergeben wird, und dann wird sie zeigen, ob es Olaf Scholz so ergeht wie Franziska Giffey jetzt in Berlin, weil die ist ja auch eigentlich in den Wahlkampf gegangen mit der Ansage, sie will eigentlich konservativer sein und am liebsten eigentlich mit bürgerlichen Parteien koalieren, macht jetzt aber doch den Rückzieher und macht wieder Rot-Rot-Grün. Das wird jetzt bei uns nicht passieren, das geht sie im Bund nicht aus, so. Aber ob Olaf Scholz die Power hat, sich auch gegen seinen linken Parteiflügel durchzusetzen, das wird man eben erst in den nächsten Monaten sehen, bis vor Weihnachten vielleicht. Dann schauen wir an dieser Stelle vielleicht noch mal auf die Grünen, denn auch die konnten ja Forderungen durchsetzen. Die erneuerbaren Energien sollen ausgebaut werden und gleichzeitig soll der Kohleausstieg, der ja bis 2038 vorgesehen ist, vorgezogen werden, möglichst bis auf 2030. Das sind immerhin 8 Jahre früher. Wir hören da noch mal rein, was Parteichef Habeck da im Einzelnen nach diesen Sondierungsgesprächen gesagt hat. Ich stimme den Vorrednerinnen ausdrücklich zu, dass in den letzten Tagen aus einer unklaren ausgegangenen Bundestagswahl eine Dynamik entstanden ist, die diesem sich abzeichnenden Regierungsbündnis eine echte Schubkraft geben kann. Und es ist die Dynamik und weniger die Schnittmengen, die ausgelotet wurden, die die Hoffnung darauf setzt, dass tatsächlich Großes geleistet werden kann. Christina, es ist ja auch interessant, dass in Umfragen die Bundesbürger sagen, den größten Erneuerungsmotor, der Schub, der jetzt also Kreativität in diese Bundesregierung reinbringen kann, der kommt von den Grünen. Spiegelt sich das in diesen Verhandlungen auch so ein bisschen wider? Also vielleicht, wenn wir noch mal bei dem Thema gerade Kohleausstieg bleiben. Klar, das waren vor allem die Grünen, die da ordentlich Tempo gemacht haben. 2030 hatten sie ja von Anfang an als Ausstiegsdatum auch mit ins Auge gefasst. Und wir haben ja gerade Robert Habeck auch gehört. Er hat das auch noch mal erklärt, dass es eben jetzt auch darum geht, die erneuerbaren Energien so schnell wie möglich auszubauen. Dazu gehören zum Beispiel moderne Gaskraftwerke. Und ganz interessant, ich meine, wir reden in den letzten Tagen ja aber sehr viel über steigende Stromkosten, über steigende Sprit.
Spritpreise. Auch dazu findet sich einiges in dem Papier, zum Beispiel zum Thema EEG-Umlage. Da hatte ja Peter Altmaier zum Beispiel, der Wirtschaftsminister, auch schon angekündigt, wenn man das rasch hinbekomme, dann könnte man das nächstes Jahr bereits auslaufen lassen. Dazu war jetzt nicht direkt eingegangen worden, aber dieses gesamte Thema Ausbau der erneuerbaren Energien, das findet sich schon auch in diesem Papier groß wieder. Und wir wollen noch mal reinhören, auch bei Annalena Baerbock von den Grünen. Damit wir nicht nur auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner weiter Politik in diesem Land machen, sondern in einer Fortschrittskoalition auch für eine wirkliche Erneuerung sorgen, war es wichtig, dass bei drei unterschiedlichen Parteien ein Verständnis da ist, dass jeder auch mal was gibt, dass wir die großen Fragen unserer Zeit auch wirklich mutig angehen können. Und mutig angehen können bedeutet dann auch, den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen, damit wir bei den Zukunftsfragen wirklich in diesem Jahrzehnt die Erneuerung auf den Weg bringen können. Soweit also Annalena Baerbock, die ja im Prinzip der Ampelkoalition auch den Namen einer Fortschritts-, einer Erneuerungskoalition gegeben hat. Und ihr Co-Chef Robert Habeck, der hat ja auch noch mal gesagt, dass es darum geht, eine Art Glutkern zu schaffen in der Gesellschaft. Glutkern bedeutet für ihn eben, dass in den kommenden Jahren die Vielfalt unserer Gesellschaft dargestellt wird. Da spricht er natürlich auch davon, dass das juristisch-völkerrechtlich noch einmal festgehalten werden muss. So waren es zumindest vorhin die Worte von Robert Habeck. Anna Schneider, Weltchefreporterin aus dem Ressort Freiheit. Wenn wir jetzt auf die Grünen noch mal schauen, die Forderungen, die man da jetzt hat oder was man eben von der künftigen Regierung erwartet, das ist alles sehr teuer. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Geld da eben querbeet verteilt werden soll, aber der ökologische Umbau unserer Industriegesellschaft, der ist teuer, weil wenn wir jetzt irgendwie auf Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke verzichten sollen, die Atomkraftwerke laufen jetzt spätestens nächstes Jahr aus, 3 sollen dieses Jahr abgeschaltet werden, 3 im nächsten Jahr, die Atomkraft macht aber noch 12% unseres Energiemixes aus, wenn das alles wegfällt, das muss ja woanders beschafft werden, kostet also Geld. Gleichzeitig haben wir jetzt aber gehört, die Schuldenbremse, die soll weiter bestehen, also mehr Schulden können wir nicht machen. Wo kommt das Geld her? Das ist eine fantastische Frage, weil eben wirklich, also wie gesagt, so sehr ich es schätze, dass die FDP sich da durchgesetzt hat, nämlich einerseits die Schuldenbremse einzuhalten und jetzt auch nicht irgendwie Steuern maßgeblich zu erhöhen, zumindest lese ich das jetzt aus diesem Papier so raus, fragt sich genau das, nämlich wo soll das Geld herkommen? Also, dass es nicht wirklich zu Steuersenkungen kommen wird, ist damit auch aufgelegt, weil das hatte, glaube ich, unsere Kollegin auch gerade gemeint, bei der Einkommensteuer konnte sich die FDP nicht durchsetzen, also dass die gesenkt wird, also entlastend wird es nicht wirklich, aber das ist eine sehr gute Frage und ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wo das Geld herkommen soll. Also gibt es eigentlich rein rechnerisch nur die Möglichkeit, entweder es muss doch irgendeine Steuer erhöht werden, eine, die wir vielleicht jetzt nicht auf dem Schirm haben, vielleicht, was weiß ich, dann die Mehrwertsteuer nochmal oder irgendwas, oder... Was natürlich auch eine Möglichkeit sein könnte, die künftige Regierung setzt darauf, dass die Wirtschaft weiter läuft wie geschnitten Brot. In den vergangenen Jahren war das ja so und dann steigen die Steuereinnahmen automatisch. Aber auch das ist ja mit Risiken behaftet. Das stimmt absolut und ich glaube auch, dass das Ziel ist, vor allem natürlich von der FDP zu schauen, dass die Wirtschaft wieder brummt. Aber trotzdem, man bringt ja die Wirtschaft auch dadurch zum Brummen, indem man Steuern senkt. Wie eben zum Beispiel, wie unterstützt man Unternehmer und Arbeitgeber, naja, indem man irgendwie Steuern senkt. Mhm. Also das ist echt noch ein ganz großes Fragezeichen und irgendjemand wird am Ende noch bluten müssen. Wir werden es wahrscheinlich erst erfahren. Dann hören wir an der Stelle vielleicht noch mal rein, was Norbert Walter-Borjans heute gesagt hat, der andere SPD-Co-Chef. Da wollen wir auch noch mal hören, der soll da ja nicht unter den Tisch fallen. Und die wichtigste Währung in diesen Gesprächen war, dass wir Respekt voreinander hatten, dass wir dadurch Vertrauen zueinander gewonnen haben und dass wir uns gesagt haben, wir sitzen hier nicht, weil jeder für seine Wählerinnen und Wähler allein verantwortlich ist, sondern weil wir erstens gemeinsam verantwortlich sind und weil wir auch verantwortlich sind für die Menschen, die uns nicht gewählt haben. So wird Norbert Walter-Borjans. Christina, also da wurde die positive Atmosphäre noch mal hervorgehoben vom SPD-Co-Chef und dass man sich eben um alle Bürger kümmern will, auch die, die einen nicht gewählt haben, die nicht die SPD gewählt haben. Aber man muss auch dazu sagen, an dieser Stelle, das gab es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie, dass wir ein Drei-Parteien-Bündnis haben.
Tatsächlich war das jetzt eine Art Neuland, das man begangen ist. Aber man wollte, glaube ich, heute auch noch mal ganz klar machen bei diesen Statements, dass das funktionieren kann. Und man fasst ja tatsächlich eine Ampelkoalition auch ganz fest ins Auge. Man geht davon aus, dass das jetzt in Koalitionsverhandlungen auch noch mal zementiert wird und dann am Ende eine Koalition auch steht. Olaf Scholz, der ja schon gestern gesagt hatte, er geht davon aus, dass wir noch vor Weihnachten eine Regierung haben werden. Natürlich dann mit ihm als Bundeskanzler. Du redest von der guten Stimmung, die Norbert Walter-Borjans gerade angesprochen hat. Da kann man nicht wirklich von reden, wenn man auf den SPD-Vorstand schaut, denn da ist einiges schiefgelaufen heute Vormittag. Der hatte sich getroffen und man hatte darum gebeten, dass eben der Vorstand ein Mandat zur Aufnahme der Koalitionsverhandlungen auch gibt. Norbert Walter-Borjans, Saskia Esken hatten gesprochen, auch die Verhandlungsführer Lars Klingbeil und Olaf Scholz waren dabei, hatten wohl so einige Stichpunkte auch genannt, was man eben sondiert hatte, was man erarbeitet hatte, wie zum Beispiel den Mindestlohn. Aber insgesamt das Papier, das es jetzt gibt, das lag noch nicht vor. Und da gab es durchaus kritische Stimmen, hören wir aus dem Vorstand, die gesagt haben, naja, wir können jetzt kein Go und kein grünes Licht geben für Koalitionsverhandlungen, obwohl wir dieses Papier noch nicht vorliegen haben. Aber das heißt jetzt, 15 Uhr heute wird sich der Vorstand noch einmal treffen, dann gibt es auch das Papier und dann wird es auch das offizielle Go geben für die Koalitionsverhandlungen. Schauen wir auf die Grünen, wie ist dort der Ablauf? Dort muss noch ein kleiner Parteitag, der Länderrat, zustimmen. Das soll am Sonntag erfolgen und auch bei der FDP müssen die Gremien zustimmen. Aber ich glaube, das ist dann tatsächlich nur noch reine Formsache. Dem steht eigentlich nichts mehr im Wege, dass dann die Koalitionsverhandlungen auch förmlich beginnen können. Die gute Stimmung könnte aber auch dadurch getrübt werden, dass die Bürger irgendwann ziemlich unzufrieden sind. Ich spreche die hohen Energiekosten und Stromkosten an, gegen die die aktuelle noch Regierung ja offenbar gar nichts unternimmt. Ist das denn bei den Ampelkoalitionen auch ein Thema gewesen, dass man da irgendwie sich stärker für die ärmeren Leute einsetzen will oder einfach auch dazu einen Beitrag leisten will, dass wir in Europa, wo wir ja eh schon an der Spitze stehen, was die Energiekosten angeht, dass das nicht noch weiter explodiert? Also konkret Bezug genommen jetzt auf die Preissteigerungen, die wir in der vergangenen Woche gesehen haben. Auch das Thema Inflation wurde nicht tatsächlich. Und ja, es gibt die kritischen Stimmen, die sagen, was ist eigentlich mit dem aktuellen Kabinett? Wir sind 3 Wochen nach der Bundestagswahl und noch immer hat das Kabinett nicht getagt. Es gäbe ja sehr viele dringende Fragen, dringende Probleme, über die man reden müsste. Wenn wir jetzt auf das Sondierungspapier schauen, ja, da hat eben das Thema Energie auch großen Platz gefunden. Eben zum Beispiel in dem schnellen Ausbau der Erneuerbaren Energien, moderne Gaskraftwerke, Robert Habeck, der dazu auch Stellung genommen hat und das Thema Mindestlohn sicherlich bei der SPD, das mit reingeflossen ist und das zeigt eben, dass die Grünen sowohl bei dem Klimaschutz eben viel auch davon bekommen haben, was sie sich gewünscht haben, beziehungsweise nicht, was das Thema Tempolimit angeht. Das hat man ausdrücklich nicht erwähnt in diesem Sondierungspapier, aber auch da war es Robert Habeck, der gesagt hat, mehr oder weniger, das ist okay, weil das eben dieser Geist des Gemeinsamen ist. Und da musste eben jeder auch Abstriche machen. Christina, für den Augenblick erstmal vielen Dank für diese Einordnung aus dem Berliner Messezentrum zu den erfolgreichen Sondierungsgesprächen, die jetzt in Koalitionsverhandlungen münden sollen. Bei mir im Studio weiter Anna Schneider. Vielleicht noch mal sollten wir auf Christian Lindner im Speziellen schauen. Denn inwieweit ist der jetzt wirklich in der Zwickmühle? Also wir haben jetzt von positiver, guter Stimmung etwas gehört. Aber letzten Endes ist er nicht derjenige, der jetzt bei den weiteren Verhandlungen in der schwächsten Position ist? Denn eigentlich kann er sich ja nicht leisten, nochmal Nein zu sagen, so wie das 2017, 2018 schon mal war. Denn dann ist er politisch erledigt. Ja und nein. Also ich finde eben, das Outcome des heutigen Tages bis jetzt zeigt, dass er in gar nicht so der schwachen Position ist. Also wie gesagt, wir haben das ja schon besprochen. Allein, dass die Schuldenbremse bleibt, nicht wirklich Steuererhöhungen kommen sollen, das Tempolimit auch nicht. Das sind schon 3 wirklich liberale Pfeiler, die er da eingeschlagen hat. Wenn er es durchziehen kann und das eben durch die Koalitionsverhandlungen auch bleibt, wie gesagt, an der Basis der SPD und Grünen vorbeikommt, dann ist das schon sehr gut. Aber ich finde nach wie vor, dass er sich vorbehalten sollte, nach wie vor Nein sagen zu können. Und bleibe ich dabei. Also wenn er jetzt in den nächsten 2 Monaten oder bis Weihnachten merkt, dass da vielleicht doch noch mehr nachkommt aus den sehr linken Parteien, mit denen er da koalieren will, muss er sich das vorbehalten, weil sonst bricht es in den Rücken. Anna Schneider, für den Augenblick erstmal vielen Dank bisher für diese Einordnung des Gesprächs. Dein Newsletter, den kann man ja selbstverständlich jederzeit verfolgen und als Kommentar dann natürlich auch dann ab morgen auf unserer Homepage welt.de nachlesen. So ist es. Danke schön.